So, dann herzlich willkommen beim Live Trading TV von JFD Brokers. Die Woche beginnt ja recht volatil, aber das war ja natürlich absehbar. Am Wochenende hatte ich ja einige Videos online gestellt und obwohl ich einen kleinen Schreibfehler hatte, da jeder einen Crash gesehen hatte, habe ich dann Also ich hatte keinen gesehen, die anderen ja fast alle. Und nur eben leider ging halt der DAX eben auf Xetra-Basis nicht an das ganz gewünschte Level eben hin. Ja. Ich hätte eben gerne den DAX bei 9.650 gesehen. Dieses Level hat er nur im Future, aber nur für wirklich Sekunden, ne? Also nur in der ersten Minute wurde dieses Level erreicht und da war sehr schwer, beziehungsweise auf Optionsscheinbasis, glaube ich, gar nichts zu kriegen. Und im Anschluss, beziehungsweise halt die Stunde später, als dann die Xetra-Eröffnung war, hat er eben bei 9.800er Marke eröffnet und hat nicht mal das Tief vom 7.1. erreicht. Also das Tief lag hier bei 9.810 und das heutige Tief bei 9.813. Also lief hier der DAX jetzt nicht so sauber wie gewünscht. Und ja, hier ist es eben jetzt, sag ich mal, auf Stundenbasis sieht man, dass es hier wieder die Unterkante angelaufen ist vom Rainbow. Bislang hier ein bärischer Abprall. Mehr kann ich im Moment hier zum DAX nicht sagen. Schauen wir eben kurz auf die Setups, die ich ja auch noch im Prinzip von letzter Woche bzw. von dieser Woche. Und hier muss man halt sagen, dass eben Daimler und die BMW, also heute die Autowerte, den DAX eben nach oben ziehen. Und im Prinzip auch nicht wirklich verwunderlich. Die beiden Aktien habe ich auch am Wochenende, beziehungsweise die BMW schon vorher vorgestellt und eben hier, das war hier halt das Überschießen, was halt auch nicht stattgefunden hat, aber hier war definitiv zwei Fibos da und die haben auch gehalten und hier ist es eben jetzt dynamisch nach oben gegangen heute. Klar, im Tagesverlauf könnte halt nochmal das Level vielleicht angesteuert werden, aber wenn dieses Level jetzt auf Tagesschlussbasis nachhaltig durchbrochen wird, beziehungsweise auch spätestens dann die 66-Euro-Marke, dann sieht es hier sehr düster aus. Auch nicht nur beim DAX, sondern eben auch nicht nur bei Daimler, sondern auch dann beim DAX. Hier beim Nasdaq Future habe ich ja heute Nacht, war ich noch wach, auch bis 3 Uhr oder halb 4. Da lief dann wirklich hier dieses Low Hield, wo ich die Analyse veröffentlicht habe und bis zur Eröffnung von dem europäischen Handel lief es nicht über dieses vermeintliche Zwischenhoch hinweg. Dann kurz vor 8 gab es nochmal einen Rücklauf. Da hat sich dann eben hier eine Unterstützung gebildet. Sieht man ja auch im Prinzip dann eindeutig. Von dieser ging es dann eben dann nochmal, beziehungsweise ging es dann richtig dynamisch nach oben. Das war jetzt hier der Nasdaq. In der Nacht hatte ich auch noch dann den Nasdaq Future, den Dow Future noch analysiert. Hier war alles darauf ausgelegt, dass es eben hier nochmal ein Tief geben muss. Und es sieht auch im Prinzip nochmal aus, obwohl er halt hier anders gelaufen ist. Aber für mich muss hier auch nochmal dieses Level angesteuert werden. Dass es hier wirklich harmonisch bzw. kurzfristig ein belastbarer Boden gebildet werden kann. Hier ist es eben dann von diesem Low nach unten abgeprallt. Also dieses Setup wäre für mich dann, ja, muss man eben beiseite legen, wenn es halt über den EMA 38 eben hier geht, nachhaltig. Also nicht nur knapp über diesen Marke, also mindestens 2 Stunden Schlusskurse, dann wäre das definitiv erstmal hier auch erledigt mit dem neueren Tief. Sonst die Royal Shell, die ich noch in der Nacht vorgestellt habe und eben auch im Godmode lief die ja auch als Analyse dann.
Hier wurde dann exakt minimal unterschritten, aber hier exakt erstmal dieses Level erreicht. Auch hier gibt es eben von dieser großen Aktie, der Royal Dutch, eben Unterstützung. Deswegen, man, ja, vielleicht darf ich nicht unbedingt auf das Level von 9.650 im DAX noch aus sein, aber bislang bleibe ich dabei. Hier muss eben im DAX, muss sich dann eben hier im DAX zeigen, dass dieses Level dann auch, wenn es angelaufen wird, eben hält. Also dieser ist für mich, bleibt ein belastbarer Boden. Sonst gibt es im Moment nicht viel zu sagen. Ja. Danke fürs Zuhören. Ich melde mich dann später wieder, ob sich jetzt hier im Dow Jones Future vielleicht noch was geändert hat, aber ganz klar ist hier, der DAX hat jetzt hier die US-Futures eben nach oben gezogen mit den Autowerten. Und für mich hat es sind wirklich nur die Future, US-Futures dadurch eben nach oben gezogen worden. Deswegen kann das eben hier schon nochmal ein Tief, was ja hier, ja, was hier eben sowieso in der Nacht schon noch eingezeichnet war, dass es hier eben stattfindet. Ja, hier gibt es jetzt wirklich ein relativ stark, aber das meint, dass die Stundenkerze ist gerade ein Drittel voll. Gab es wirklich einen bärischen Abprall. Mal sehen, wie weit. Man kann natürlich auch, ja, die Strukturen hier erkennen, dass es eventuell eine Impulsbewegung ist und dass wir halt dann nach oben durchziehen. Aber dann könnte man ja wirklich hier eigentlich hier unten schon die Stop-Buy-Marke dann legen. Sobald es dieses Level rausnimmt, wird ein Low eben dann unwahrscheinlich. Ja. So könnte man das jetzt ja auch sehen. Man muss nicht auf dieses Level von 16.400, aber wir sind hier eben im Future unterwegs. Da muss man eben 90 Punkte etwa drauflegen, um im Dow Future dann eben im normalen Dow Index zu sein. Also muss man hier dieses Level genau in Augenschein nehmen. Danke fürs Zuhören und bis später.